Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen heute über den Abschlussbericht der Enquetekommission Mobilität der Zukunft in Hessen 2030. Und die Kommission wurde vor circa 2,5 Jahren mit dem Ziel eingesetzt, ein integriertes Gesamtverkehrskonzept unter Einschluss des Güterverkehrs für Hessen 2030 zu bearbeiten. Richtigerweise hätte es natürlich heißen müssen, zu erarbeiten, denn über ein Konzept, das es zu bearbeiten gilt, verfügt die schwarz-grüne Landesregierung ja nicht. Aber wie auch immer. So, dann haben 27 Sitzungen mit 78 eingeladenen Sachverständigen zu unterschiedlichsten Aspekten der Mobilitätspolitik stattgefunden. Und die Creme de la Creme der Mobilitätsforschung hat uns viele wertvolle Informationen mitgegeben. Aber die Frage steht, was haben wir damit gemacht? Was ist denn jetzt das Konzept? Was sind die Empfehlungen der Kommission? Und wer sich den Abschlussbericht anguckt, schaut auf rund 200 Seiten Papier. Und die PDF-Fassung mit allen Anhängen hat 2.364 Seiten. Und der eigentliche Abschlussbericht, die Conclusio der Kommission, die findet sich auf den Seiten 165 bis 167. Aus dem Gesamtverkehrskonzept ist ein Zielbild geworden, ein Zielbild für die Mobilität. 3 Seiten Zielbild auf Basis von 2.364 vorgelegten Seiten. Ich meine, ein bisschen dünn, der Berg hat eine Maus geboren. Und nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ lässt das Ergebnis etwas zu wünschen übrig. Wir haben jetzt ziemlich 36 nichtssagende Thesen wie die Bevölkerung hat Wahlfreiheit in Bezug auf ihre Verkehrsmittel. Wer hätte das gedacht? Der Flughafen Frankfurt ist ein herausragender Wirtschaftsfaktor. Donner Knispel. Donner, ja, das ist wirklich, da haben wir 2,5 Jahre für gebraucht. Das ist schon eine tolle Sache. Die Verkehrsverbünde haben sich zu Mobilitätsverbünden weiterentwickelt. Oder Mobilitätspolitik ist nicht von der Verdrängung einzelner Verkehrsmittel geprägt. Ich würde anregen, vielleicht noch, wenn der Himmel blau ist, dann regnet es selten hinzuzufügen. Das ist so allgemein wie richtig, aber es ist kein Konzept. Kein Konzept und schon gar kein Konzept aus einem Guss. Und wie sollte es auch, wenn man das Verfahren wählt, wie es hier besprochen wurde? Die Thesen wurden einzeln mit 4 Fraktionen Mehrheit beschlossen, wohlgemerkt jede These mit unterschiedlichen Mehrheiten, die eben im Parlament noch nicht mal eine absolute Mehrheit haben. Und so geben diese mageren Thesen auch keine Richtung in irgendeiner Art und Weise vor. Und sie können auch keine Leitlinie, geschweige denn brauchbare Handlungsempfehlung sein. Und von einem Gesamtverkehrskonzept, wie es eben noch im Einsetzungsbeschluss geheißen hatte, sind wir meilenweit entfernt. Und die politische Funktion, die ist auch völlig offensichtlich. Die Landesregierung soll weiterhin totale Handlungsfreiheit erhalten und nicht durch abrechenbare Zwischenziele und Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise gebunden werden oder auch nur eine Zielorientierung soll damit verbunden werden. So entpuppt sich am Ende die Enquetekommission als ein gigantischer Volkshochschulkurs für Abgeordnete. Der riesige Aufwand steht in einem reziproken Verhältnis zum eigentlichen Ertrag. Und dabei hätte die Enquetekommission die Möglichkeit geboten, sich die Zeit zu nehmen, um das komplexe Thema Mobilität zu beleuchten und für Hessen tatsächlich auch weiterzukommen. Was sind unsere Ziele und wie erreichen wir sie? Für die Linke ist die Verkehrswende kein Selbstzweck, sondern es gibt zwingende soziale und ökologische Gründe für diese. Und an diesen Zielen sollten sich dann auch Maßnahmen messen lassen. Das erste Ziel ist aus unserer Sicht, dass Mobilität für alle gewährleistet sein muss. Für viele Menschen ist es selbstverständlich, dass sie mal eben zum Einkaufen fahren können, zum Arzt oder ins Kino fahren können, dass sie am Vereinsleben teilnehmen können oder Freundinnen und Freunde besuchen.
Aber es ist eben nicht selbstverständlich, sondern für Teile in unserer Bevölkerung ist es eben nicht selbstverständlich. Und deswegen sagen wir, es muss das Ziel sein, Mobilität unabhängig vom Wohnort, vom Einkommen und vom Automobilbesitz zu gewährleisten. Barrierefrei und für jedes Einkommen bezahlbar, mit einem ÖPNV letztendlich dann auch zum Nulltarif. Es reicht eben nicht, das allgemeine Ziel zu beschreiben, jeder soll den ÖPNV nutzen können und hinterher aber Preise aufzurufen, die dazu führen, dass einige Menschen den ÖPNV eben nicht nutzen können. Mit einer echten Verkehrsmittelfreiheit, auch dort, wo man heute auf ein Auto angewiesen ist, weil es keine Alternative gibt. Und das zweite Ziel. Wir wollen Emissionen reduzieren. Nö, dürfen Sie nicht, aber machen Sie mal. Augenblick, Herr Gernke. Augenblick, Herr Gernke. Ich bitte die Regierungsbank zu schweigen und zuzuhören und vor allen Dingen nicht in Dialog mit einzelnen Abgeordneten zu treten. Soll ich dann jetzt weitermachen, Herr Präsident? Ich bitte darum. Das zweite Ziel wäre, Emissionen zu reduzieren für Klima und Gesundheit. Der Verkehrssektor hinkt dem Erreichen der international verpflichtenden Klimaschutzziele besonders stark hinterher. Und wir werden die CO2-Minderungsziele für das Jahr 2030 weit verfehlen. Und daher hat die Ampel im Bund ja jetzt auch einfach die Ziele für den Verkehrssektor aufgegeben. Und um das noch einmal klarzustellen, ja, wir wollen eine Reduktion der Emissionen. Und wir kommen irgendwie auf diese komische Idee, dass die Emissionen irgendwie ungesund für die Bevölkerung sind und dass man sie reduzieren muss. Also ich muss es hier noch einmal sagen, weil in den Debatten ja auch hier von Ultrarechts ganz krude Thesen aufgetaucht sind. Daneben gibt es aber auch weitere negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Feinstäube vom Reifen- und Straßenabrieb beispielsweise. Und auch das Lärmproblem wird mit Elektroautos bleiben. Oberhalb von Tempo 30 übersteigen die Rollgeräusche, die Motorengeräusche. Das wurde uns in der Enquete-Kommission im Übrigen auch dargelegt. Ja, unser drittes Ziel ist die Verkehrssicherheit. Jeder Todesfall und jede Verletzung im Verkehr ist eine zu viel. Und nach dem Stand der Technik wären bereits jetzt sehr viele vermeidbar. Und hierzu sind dringend weitere Maßnahmen erforderlich. Aber nicht, indem gefährdete Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer in ihrem Tun eingeschränkt werden, sondern indem sie nicht weiter durch Kraftfahrzeuge gefährdet werden. Ein höheres Sicherheitsgefühl führt dann auch dazu, dass die Menschen sich etwa eher aufs Rad trauen und nicht das Bedürfnis haben, in 2-Tonnen-Panzern durch den Verkehr sich zu bewegen. Das heutige Straßenverkehrsrecht hebt den Idealen der autogläubigen Nachkriegszeit folgend zu häufig auf das einzige Zielbild Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs ab. Verkehrssicherheit ist hingegen kein übergeordneter Zweck und wird daher heute oft noch als rechtlich nachrangig betrachtet. Und da meinen wir, wären geänderte Prioritäten erforderlich. Und unser viertes Ziel, das wir an eine gelungene Verkehrswende anlegen, sind lebenswerte Städte. Jahrzehntelang wurde die Planung des öffentlichen Raums am Automobil ausgerichtet. Gebiete zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen waren räumlich weit getrennt und verbunden durch eben entsprechend möglichst breite Straßen. Und dieses erzwungene Pendeln verursacht erhebliche zusätzliche Verkehrsmengen. Und über Jahrzehnte wurde dem zunehmenden Autoverkehr mit dem Neu- und Ausbau von Straßen begegnet, was wiederum zu mehr Verkehr geführt hatte. Es gibt immer mehr Autos und sie werden immer größer, breiter, höher und schwerer. Damit wird ihr Raumbedarf auch immer größer. Der öffentliche Raum in den Städten, aber auch in den Dörfern, ist heute weitgehend vom Automobil geprägt. Wo früher Kinder selbstverständlich zum Spielen auf die Straße gehen konnten, werden sie heute in eingezäunten Spielplätzen abgetrennt. Und diese Negativentwicklung gilt es umzukehren, statt sie durch Anpassungen und Ausbauten weiter zu befördern. Der Markt wird diese Probleme nicht lösen. Auch der alleinige Austausch der Antriebstechnologie wird diese Probleme ebenfalls nicht lösen, meine Damen und Herren. Diese vier Ziele sind der Maßstab, den wir an politische und gesetzgeberische Maßnahmen anlegen müssen. Und die Enquete-Kommission bezieht sich auf das Jahr 2030. Das passt ganz gut.
denn das laufende Jahrzehnt ist das Jahrzehnt, in dem die meisten Maßnahmen ergriffen werden müssen, die uns zur Klimaneutralität bringen sollen. Sonst kriegen wir im Wortsinne die Kurve nicht mehr. Und dabei sollten wir keine Zeit verlieren. Es ist dabei nachrangig, ob sich die Maßnahmen bis 2030 vollständig umsetzen lassen. Wichtig ist, mit den zentralen Maßnahmen sofort zu beginnen. Und dabei darf nicht auf vielleicht kommende technische Entwicklungen der Zukunft gewartet werden, ob nicht vielleicht und eventuell noch eine bessere Lösung kommt. Die notwendigen Mittel und Werkzeuge stehen heute bereits zur Verfügung. Und was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf übermorgen. Die sogenannte Technologiefreiheit hingegen, also ein Nicht-Festlegen des Umsetzungspfades, ist auf dem Weg zur Energiewende ein Bremsklotz und kein Vorteil. Es gibt bei der notwendigen Verkehrswende im Wesentlichen keine Erkenntnis, sondern es gibt ein Umsetzungsproblem. Und notwendig sind klare politische Vorgaben sowie quantifizierbare und überprüfbare Ziele mit entsprechenden Umsetzungsfristen und gegebenenfalls auch Zwischenzielen. Wie das formal aussehen kann, kann man sich zum Beispiel in Baden-Württemberg anschauen. Es hat 5 konkrete und prüfbare Ziele, deren Ambitioniertheit will ich hier jetzt gar nicht thematisieren, für die Verkehrswende. 2030 soll dort eine Verdoppelung des öffentlichen Verkehrs erreicht sein. Jedes zweite Auto soll klimaneutral fahren. 1/5 weniger Kfz-Verkehr in Stadt und Land unterwegs sein. Und jede zweite Tonne im Güterverkehr klimaneutral fahren. Jeder zweite Weg selbst aktiv zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Das sind konkrete Ziele, also in anderen Ländern geht es doch. Sie können konkrete und messbare Zielsetzungen, so können sie aussehen, konkrete und messbare Zielsetzungen, und daran müssen dann eben auch entsprechend die Maßnahmen ausgerichtet werden. Zum Beispiel der Rechtsrahmen muss modernisiert werden, um die Verkehrssicherheit ins Zentrum zu rücken. Ein Landesverkehrswendegesetz muss die Grundlage einer integrierten Verkehrsentwicklung bilden. In diesem sollten die Planungsziele Verkehrssicherheit und Klimaschutz und ein anzustrebender Anteil der jeweiligen Verkehrsmittel am Gesamtverkehr definiert werden. Der Modal Split, wie die Fachleute wissen. Und auch das gesamte Straßenverkehrsrecht muss grundlegend reformiert werden. Wir müssen ökologische Nachhaltigkeitsziele, Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und die städtebauliche Entwicklung als vorrangige Zielgrößen etablieren. Und hier sollte Hessen im Bundesrat und in der Verkehrsministerkonferenz entsprechend die Initiative ergreifen. Das betrifft etwa Themen wie Tempolimit und Geschwindigkeitskontrollen unabhängig von Gefahrenstellen sowie die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 innerorts. Maßnahmen zur Erhöhung der sozialen Teilhabe an Mobilität sind natürlich komplex. Da braucht es erst einmal den Zugang, Rad- und Fußwege am Wohnort, ein praktikables und erreichbares ÖPNV-Angebot und 100%ige Barrierefreiheit. In Hessen sollten die Fahrpreise nicht immer weiter erhöht werden, sondern schrittweise sinken, bis ein Nulltarif erreicht ist. Mobilität als Teil der Daseinsvorsorge muss anders finanziert werden als über die Fahrpreise. Und gleichzeitig müssen das Angebot und die Infrastruktur den Erfordernissen der Verkehrswende entsprechend ausgebaut werden. Um diese Ziele zu erreichen, ist es notwendig, den öffentlichen Nahverkehr gänzlich anders zu finanzieren. Hier sollten mehrere Wege beschritten werden, um eine breite Finanzierungsbasis sicherzustellen. Insbesondere eine Arbeitgeberabgabe nach französischem Vorbild wäre rechtlich möglich und ein substanzieller Beitrag zur ÖPNV-Finanzierung. Und Gleiches gilt auch für eine Abgabe für Gewerbetreibende, die einen Nutzen aus der Erreichbarkeit durch Beschäftigte und Kundinnen und Kunden beziehen. Und grundsätzlich bleibt die Steuerfinanzierung für Aufgaben der Daseinsvorsorge eine weitere gerechte Form, weil zugegeben, je nach Gestaltung des Steuerrechts, da wir noch Luft nach oben, starke Schultern grundsätzlich mehr tragen als schwächere. Weitere wesentliche Finanzierungsquellen bestehen auf Bundesebene etwa die Umwidmung von Mitteln aus den Straßenprojekten aus dem Bundesverkehrswegeplan und dem Abbau von Steuerprivilegien für Dienstwagen und Diesel.
Und dann gibt es noch viele ganz konkrete Maßnahmen zum Umgang mit dem Autoverkehr, auch in der Enquete häufig zusammengefasst als die 3V. Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und Verkehr verbessern. Meine Damen und Herren, Zielsetzung, Umsetzungsschritte, Überprüfbarkeit. Das wäre unsere Erwartung an einen Abschlussbericht der Enquete-Kommission gewesen. Leider erfüllt der Bericht diesen Anspruch aus unserer Sicht nicht einmal im Ansatz. Wir haben ihn in unserer Stellungnahme, in unserem Alternativgutachten, in unserem Minderheitenvotum, nennen Sie es, wie Sie wollen, haben wir es ergänzend in unserer Stellungnahme ausgeführt. Wir bedanken uns herzlich bei allen Expertinnen und Experten, die versuchten, uns auf den richtigen Weg zu helfen. Genutzt hat es mit Blick auf die Kommission leider erst mal nicht so sehr viel. Ich fürchte, wie gesagt, das war Absicht. Politisches Kalkül der Landesregierung war, sich nicht festlegen zu lassen. Beinfreiheit für die Landesregierung. Das ist gut für den Verkehrsminister, aber es ist schlecht fürs Klima und schlecht für die Bewegungsfreiheit der Menschen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.